und nun verwandelt sie wieder zurück. Richtet meinen Versteinerungszauber erst nur auf die Blume. Richtet meinen Versteiner... Ich wollte es einfach... Können wir nicht einfach die Blume... Herzlos einfach mal... Richtet meinen Versteiner... Ach, schade, komm. Natur vernichten. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber aha, die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie aha, kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Das heißt, er kommt irgendwann ich weiß zu alter und stärkt wieder. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Gibt es vielleicht ein Achievement für Böse zur Natur sein? Nein, ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich. Damit er euch erwürgen kann? Nein. Findet lieber einen Weg, wie ihr ihm die Maske aufsetzen könnt. Einfach drauf. Fesseln uns drauf. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Das können wir doch dann... Noch Feuersteine vielleicht. Es braucht schon mehr für... Ist das Gras giftig? Nein. Iss. Iss. Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Allein der Anblick lässt einem das Blut gefrieren. Nicht wahr, Herren? Das liegt an den Eiszapfen, nicht an dem Steinblock. Bloß nicht hinsehen. Mir ist schon kalt genug. Wenn es nur so einfach wäre. Ja. Hä? Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Felswand. Gib mir meine Hände zurück. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setzt ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen. Ist dir nicht kalt? In Draconia kannst du dich endlich wärmen. Kälte ist nur im Kopf. Denke nicht daran und dir wird auch nicht kalt. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Ja. Hast du Durst? Hier ist Wasser. Er weiß, dass er euch nicht trauen kann, Charizard. Wäre eine Idee gewesen. So kalt ist es nicht. Okay.
Mach Feuer. Mir ist kalt. Mein Geist ist stärker als die Kälte. Ja. Das geht nur bei magischen Artefakten. Er ist so trocken. Ein Wunder. Vielleicht kann man abschneiden. Ich habe schon genug Kleinholz. Nimm einen Stock. Na sicher war ich das. Es ist zu windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Okay. Ich dann der Felswand. Der Stock alleine. Ist das Gras? Ich bin deine Ich habe schon genug. Ja. Nein. Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Ja, was tun? Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich zuerst. Damit er euch erwürgen kann? Nein. Findet lieber einen Weg, wie ihr ihm die Maske aufsetzen könnt. Ja. Kannst du nicht noch mehr von ihm versteinern? Nein. Dass ich seine Hände verwandeln konnte, war bereits pures Glück. Ich bin nicht mehr so stark wie einst, dass ich ganze Menschen versteinern könnte. Das mit der Vision schicken haben wir schon versucht. Aber mit... Das haben wir schon gemacht. Eiszapfen. Mach Feuer. Mir ist kalt. Tja, vielleicht... Aha, nu. Ich habe schon genug. Was soll uns das jetzt geholfen haben? Ach, vielleicht können wir jetzt Feuer machen, weil der Schutz vor dem Wind ist. Sehr schön. Die Maske. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Und Grasbüsche. Denkt nicht daran. Wait. Gefangen. Zul, Asavsha. Jetzt habe ich dich. Und zack.
Und jetzt den Spruch. Sprecht mir nach. Ftan Faskadan es blaste Quartan. Die sind alle gleich. Ftan Faskadan es plas de Katan. Humurilor Gras Ferel Goran. Gras hat er gesagt, hier, das. Humurilor Gras Ferel Goran. Hilbe Mutje Gerul Felan. Bemutil Gerul Felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Juntir Katan Feluntir Sodan. Hier das. Juntir Katan Feluntir Sodan. Nehmt ihm die Maske ab. Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer bist du? Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Für immer? Ja, aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Halt den Mund. Du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Verdammt, Mann. Da sind wir wieder zurück. Bin ich schon wieder eingeschlafen? Die Maske kann ich nicht. Danke für den Rubin, Gerard. Wer war das? Die Worte. Dem Dachboden vielleicht. Oha. Bei allen Zwölfen. Ruhig, Geron. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Geron? Willst du Muri helfen? Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Oha. Sei gegrüßt, Reisender. Prios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sattler zu lösen hat. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element. Sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd. Du hast sie gehört. Sag den Fazen, welchem Element ein jeder angehört, so wie es Sadja einst tat. Und der Weg nach Draconia wird sich auch für dich öffnen. Eis, Feuer, Humus, Wasser, Luft und Erz. Welcher Elementargeist gehorcht welchem Element? Tja. Luft, würde ich sagen. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er
bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Ich würde sagen, Luft. Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, da nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Zuletzt. Dann war es nicht Wasser. Das ist schwierig. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Erz, würde ich sagen. Luft und Erz ist hier. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Uff, ist das schwierig. Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Wer bin ich? Alter, ihr wollt mich doch rollen. Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Also er ist früher und er ist sie ist Wind. Da bin ich mir relativ sicher. Du bist Feuer. Du bist Wind. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Luft, würde ich sagen. Du bist Luft. Scheint noch nicht falsch zu sein. Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Wer bin ich? Feuer raubt die Form und dann die Substanz. Es muss Erz sein. Oder Eis. Form und dann die Substanz. Und es ist kalt wie warm. Eis würde ich sagen, oder nicht? Du bist Eis. Ich hoffe, das ist richtig bis jetzt. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Durch Erz kann man nicht hindurchgreifen. Durch Humus vielleicht. Durch Wasser kann man hindurchgreifen. Sind wir noch ein? Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Eventuell Erz. Bin mir dann von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, da nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Humus oder Wasser? Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, da nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Und dann ist es Erz schon mal nicht, weil Erz entstand nicht als letztes. Muss das Humus sein. Du bist Humus. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich?
bist du Erz und das letzte ist dann Wasser. Du bist Erz? Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Luft käme auch in Frage, aber Luft haben wir schon da oben gesagt. Du bist Wasser. Hoffen wir, dass das stimmt. Es ist vollbracht. Nice. Das Tor nach Draconia steht ihm nun offen. Als ob wir das geschafft haben. Ich sehe nichts. Tritt näher. Wir haben es richtig gemacht. Bin ich geil. Das ist geil. Als ob wir das geschafft haben. Er ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ohne was falsch zu machen. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Oh oh. Ah, du bist noch da. Ist Eurich ist weg. Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden. Was der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der Gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Kapitel 5. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Oha. Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Oha. Raumschiff Freestadt, Kapitel 4, Erfolg. Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Ich heiße Sadja. Ich komme aus Fasar. Fasar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du?
übergeben. Das halte ich ja für schwierig. Das könnte schlecht sein. Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Ich muss gestehen, wir sind etwas... Wie soll ich sagen? Überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was es mit dieser Maske auf sich hat? Die Stadt Draconia heißt, wurde von Drachen erbaut. Was du nicht sagst. Ist ja der Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich glaube, wir sollten die Wahrheit nicht sagen. Sie gehörte einst einem mächtigen Magier-Mogul. Ach, die Mogule. Unangenehme Zeitgenossen. Glücklicherweise aus einer anderen Zeit als der unsere. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Auf den ersten Blick wirkt in Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Aha. Stunden später. Und hier ein weiteres urzeitliches Wunder, über das wir nur staunen können. Ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Aha. Und eine weitere Treppe. Stunden später. Ah, die Zucchini. Ich liebe Zucchini. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das Heer? Falsch. Wir, das heißt das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt! Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Wie kommt man da hin? Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100 mal 100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden, sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Darin befindet sich das Heilige Heer? Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Alles klar. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung, sondern hier in diesem Loch. Nehmt meine Hand.
Wieso ist der in einem Loch? Er ist gefesselt. Was zum... So, da wären wir. Ich habe euch ganz schön in eine Falle gelockt. Hm? Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen?